Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex 2. Ja, im letzten Part haben wir so eine kleine Tour hier durch die Grotte mitgenommen. Der gute Dimitri hat uns mal durch die Gegend geführt und am Ende habe ich direkt schon gegen eins der Gebote verstoßen und deswegen hassen die mich jetzt. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt auch erstmal hier nochmal wieder raus, weil, ja, man muss es ja nicht unbedingt darauf anlegen. Und jetzt lass uns mal eben hier, das ist Grotte Vorwärts, das ist Ruinenfelder Süd, Karak. Das ist nämlich sehr gut, denn es gibt ja hier, also es gibt eine, ich hole das erstmal ab. Wir gehen jetzt erstmal zu den Ruinenfeldern Süd, Karak. Also wir gehen jetzt erstmal raus, ich versuche ein, zwei Tage vergehen zu lassen, damit sich die Leute in der Grotte ein bisschen beruhigen und vergessen, dass ich da, naja, ein bisschen was geklaut habe. So viel war das ja nicht. Und wir nutzen die Gelegenheit und machen uns jetzt erstmal dran, denn ihr wisst ja noch, wir sind unterwegs und arbeiten uns daran, ein Stormtrooper oder Sturmtruppler, wie wir Experten sagen, zu werden. Und dafür benötigen wir auch noch eine entsprechende Sturmtruppler-Waffe. Und tatsächlich gibt es ein relativ gutes Gewehr, das irgendwo hier in diesem Bereich wohl zu finden ist. Deswegen setze ich mir da jetzt mal einen Wegpunkt. Boinks. Und ja, dann setzen wir da auch sogar mal unsere Marker hin. Brauche ich das? Geht das so? Ne, es geht so. Und dann arbeiten wir uns jetzt mal in diese Richtung davor. Ganz entspannt. Ich weiß nicht, wie gefährlich das hier ist. Deswegen, wir gehen da mal lieber ganz entspannt und ohne Hast hin. Gechillt. Und gucken mal. Uns geht es ja mal um... Oh, das muss ich auch unbedingt wieder ausschalten. Dieses Doppelausweichen. Ich habe einmal meinen Rechner neu aufgesetzt. Tatsächlich in meiner Corona-Zeit hier, als es mir jetzt hier eine Woche lang so scheiße ging, habe ich gedacht, naja, Dinge, die du sonst nie machst, weil du da nie Zeit zu hast, machst du das mal jetzt wieder und habe dann nach dem Alan Wake 2 Debakel mir gedacht, komm, machst du mal dein ganzes System wieder frisch und habe richtig schön alles einmal platt gemacht, alle Programme neu installiert und so weiter, OBS auch nochmal wieder sauber komplett von Scratch frisch konfiguriert und so mein Audio eingestellt, alles mal wieder richtig nice, läuft auch wieder alles richtig schön. Und Alan Wake hat jetzt sogar Ton und Untertitel, man glaubt es kaum. So, ist das jetzt hier? Glaube nicht. Oder doch? Könnte das da vorne sein? Könnte das sein? Das wäre ja super einfach gewesen, nicht mal ein Gegner unterwegs. Der war ja gar nichts. Ja, Tatsache, das ist diese Hütte. Verrückt. Das war ja einfach. Okay, warte. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Gehen wir mal rein. Also hier finden wir erstmal einen sehr großen Elixierbeutel, was mich abholt. Und da ist sie. Die Segensbringer. Das ist die legendäre Waffe, mit der wir jetzt erstmal einen Großteil des Games wohl durcheiern werden. Bis wir gegebenenfalls irgendwann mal was Besseres finden. Elixier. Kristall. So, da wollen wir die mal ausrüsten. Segensbringer. Ich kann die auch schon benutzen. Ja, guck mal, macht mir auch 40 stärker. Die Frage ist, wie viel Munition haben wir? Die setzt Energiezellen voraus. Wir haben 60. Vom Bogen haben wir 40 aktuell nur. Also insofern sogar besser. Ich lasse den Bogen mal mit in der engeren Auswahl. Ja, und packe die Segensbringer einfach mal auf die 8. Ja. Dann können wir im Zweifel immer noch den Bogen benutzen. So, da bin ich mal sehr gespannt. Das ist das erste Mal überhaupt in einem Piranha Bytes Game, dass ich eine Laserwaffe benutze. Bleib hinter mir. Okay. Also ein bisschen Damage macht die schon, so ist jetzt nicht, ne? Jetzt ist halt nur noch die große Frage, wo kriegen wir Nachschub an Munition her, ne? Wir müssen auf jeden Fall irgendwie möglichst schnell lernen, dass wir den Kram selber machen können. Ganz, ganz wichtig. Und... ja, guck mal, hier ist auf jeden Fall irgendwie ein Schmied und sowas. Vielleicht gibt es hier Betten. Ich gehe mal eben zu dem Weltenherz. Ich muss nämlich jetzt erstmal versuchen, irgendwie zu pennen. Weil wir, wie gesagt, wir haben die Leute ein bisschen aggro gemacht. Ach, guck mal, hier sind wir. Da war der Anfang. Hier ist der Kollege, dem wir sagen können, er kann, wenn er Bock hat, jetzt eigentlich mal seinen Posten räumen. Brambart, moin. Es wird Zeit, dass wir uns intensiver um Karakis kümmern. Ist das so? Dann machen wir das wohl, ne? Der Schmied. Bring mir mal was bei. Ich will was kaufen. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. Ich guck mal, ob der so eine Dinger hat. Vielleicht hat der ja... Oh, guck mal hier. Der hat Munition. Was brauchte ich? Plasmazellen? 16 in meinem Inventar? Energiezellen brauchte ich, ne? Ja, guck mal. Ja. Da können wir uns doch mal direkt eindecken. Her damit. Boings. Dankeschön. Und dann verkaufen wir mal noch ein bisschen. Erstmal können wir natürlich den ganzen Schrott verkaufen. Und dann können wir erstmal akzeptieren.
Wir kriegen sogar noch Geld raus. Geil. Ich will noch mehr verkaufen. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. Sicher doch. Wir gucken mal gerade, was wir inzwischen alles wieder so eingesammelt haben. Da ist bestimmt inzwischen auch noch neuer Schrott dabei. Williams Audio-Tagebuch. Das heben wir mal auf. Aber hier zum Beispiel diesen Titanbecher, ne? Das muss ich im Inventar machen, Leute. Ich dachte, ich kann auch während des Verkaufsbildschirms Dinge als Schrott markieren, aber das geht nicht. Das geht nur, wenn man nur so im Inventar ist. Meine Kralle ist unverkäuflich, aber diesen, also mal, fangen wir mal an. Diesen Titanbecher, der kann weg, genauso wie die Thermosflasche. Ritualmesser. Das ist bestimmt einige Splitter wert. Mikroskop kann weg, Lampen können weg, Kohleprojektoren können weg, Geldkassetten können weg. Geld ist Schrott, eine Uhr. Die Uhr ist schön. Tasse, das da. Klebeband auch noch. Ich weiß nicht, ob man sowas nachher vielleicht auch zum Craften braucht, aber solange wir das nicht wissen, kann erstmal weg der Kram. Das kann weg. Elex-Kram heben wir auf. Zähne ist halt so die Sachen. Später braucht man sowas vielleicht zum Verbessern. Ich würde es jetzt am Anfang, oder auch für Suppen und sowas, ne? Also deswegen Knochen nicht unbedingt, aber Zähne können, glaube ich, weg. Krallen können, glaube ich, auch erstmal weg. Ah, das kann man eher manuell verkaufen, würde ich sagen. Bin ich mal ehrlich. Säuredrüse kann aber weg. Schrauben können weg. Federn könnte relevant sein. Zungen können, glaube ich, aber weg. Genauso wie Leder. Hörner. Große Krallen. Den Panzer. Schnäbel. Und schweres Leder. Wobei, schweres Leder können wir ja teurer verkaufen. Bremsraketen heben wir natürlich auf. Sockel heben wir auch alle auf. Materialien hebe ich auch erstmal noch alles auf. Genauso wie Werkzeuge und Schlüssel. So, das ganze Essen heben wir auch erstmal noch auf. Auch so die Stims. Ja, dann passt das doch erstmal. Den Rest lassen wir. Das gleiche gilt hier für Munition. Wir können natürlich Granaten und sowas theoretisch könnten wir verkaufen, weil wir es vermutlich später nicht benutzen werden. Aber würde ich jetzt trotzdem erstmal lassen. So, dann ja, verkaufen wir nochmal eben kurz. Moin. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. Sicher doch. Und dann gehen wir hier auf Verkaufen, verkaufen unseren ganzen Schrott. Oh, da kommt 1337. Ich will ja nichts sagen, Leute, aber das ist ein Zeichen, ne? Ja, weg damit, ne? Zack, tschüss. So, dann haben wir das auch erstmal. Dann, jetzt muss ich mal gucken, wie wir unseren Charakter weiterentwickeln, weil wir haben schon wieder Attributspunkte am Start ohne Ende. Wir können jetzt eigentlich erstmal die Intelligenz erhöhen. Damit skaliert ja jetzt unsere Waffe, oder? Energiezellen, Geschicklichkeit und Intelligenz. Diese Waffe existiert seit der Gründung der Kleriker. Brauchen wir die Intelligenz, um sie zu tragen? Oder multipliziert bzw. verbessert das auch den Schaden? Oder geht auch bei Lasergewehren, bei Energiewaffen, der Schadenoutput auf Geschicklichkeit? Ich glaube nämlich, der geht nicht auf Geschicklichkeit. Ich glaube, der geht auf Intelligenz. Also ich mache mal jetzt hier noch ein bisschen höher. So. Ja, wir können sogar noch höher. Ich muss mal gerade in meine Liste gucken. Ich habe hier Dinge, wo wir Geschicklichkeit 55 brauchen. Intelligenz 55 brauchen wir nachher auch. Also komm, können wir erstmal erhöhen. Erstmal machen. Übernehmen. Bums. Ich habe mir nämlich hier so eine Liste ja schon rausgesucht, was ich so ungefähr wie skillen möchte. Da kann ich immer ganz gut abgucken, wie viel ich der in den verschiedenen Fähigkeiten brauche. Gut, dann sagen wir jetzt erstmal dem Kollegen hier Bescheid. Wo ist er denn? Dass er jetzt hier seinen Platz gerne räumen kann, wenn er möchte. Tialk, digger Kollege. Erzberserker Brambart wird deinen Wachdienst beim Weltenherz übernehmen. Der wird wahrscheinlich sogar schon hier sein, weil ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, muss ich sagen, ne? Erzberserker Brambart wird deinen Wachdienst beim Weltenherz übernehmen. Was? Du hast ihn tatsächlich überzeugt? Ich bin beeindruckt. Er wollte sowieso irgendwann nach Karakis kommen. Dann kann ich euch bei eurem Plan mit der sechsten Macht unterstützen. Amadi, Eloquini, Drabona. Ist klar. Was meinst du? Na, habe ich schon wieder irgend so ein wirres Zeug daher geredet? Ja. Ich weiß jetzt nicht so recht, was ich dir darauf antworten soll. Schon gut, vergiss das. Okay. Ich gehe schon mal rüber zur Bastion und sehe mir die Sache genauer an. Wir sehen uns dort. Ja, wir sehen uns, ne? Ich bin wenig eingerostet. Kannst du mir dabei helfen? Wobei? Ich bin ein wenig eingerostet. Kannst du mir dabei helfen? Natürlich. Ich kann versuchen, dich wieder fit zu machen. Training. Du musst nur fragen.
Ich dachte, wir haben konkret irgendwas, was wir machen wollen. Bring mir mal was bei. Bring mir etwas bei. Ich werde es versuchen. Was kann er einem denn hier so beibringen? Ah, ja, alles klar. Hier zum Beispiel. Extra Lebenspunkte. Gibt dir zusätzliche Lebenspunkte mit jeder Stufe. So weit sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. So, Ende. Hau rein, ne? Bis denn. Ich bin gespannt auf die Bastion. Ich muss mir erst einmal ein Bild von dem Material und den Leuten dort machen. Ja. Keine Ahnung, was er erwartet. Aber sie sind gut drauf da. Keine Sorge, das wird gut. So, ich versuche es mal eben kurz zu pennen. Ein, zwei Nächte. Und dann würde ich sagen, gehen wir vorsichtig wieder zurück in die Grotte, ne? Was liegt denn da hinten alles rum? Kann man da so ran? Ja. Stört keinen, wenn ich mir das wegnehme. Sehr gut. Hier war ich offensichtlich schon mal fleißig. Hier hat keiner ein Bett. Die chillen hier einfach nur rum ohne Bett. Ich glaube, die Betten, die die hatten, die wurden angezündet. Na gut, okay. Was war das für ein weißer Streifen da gerade? Da würde ich sagen, gehen wir doch einfach nochmal zurück. In der Bastion kann ich auf jeden Fall pennen. Komm, gehen wir in die Bastion. Da habe ich ja sogar mal irgendwo ein Zimmer gehen. Pennen wir mal da. Dann kann ich auch nochmal zum Fernkampflehrer-Typen gehen und gerade gucken, ob da noch irgendwas los war. Oh, oh. Vorsichtig, nicht zu krass weit raus da, ja? Ich und er, wir sind ja immer noch, die sind die besten Kumpels, ne? Also wir beide, wir viben richtig. Wir haben auch einfach das gleiche Mindset. Wir funkeln innerlich einfach identisch. Ich und der Typ da, das kann nur gut werden. Hey Rolf, na? Lang nicht mehr gesehen. Bring mir etwas über die Jagd bei. Was willst du wissen? Was willst du wissen? Ich möchte gerne hier mein... Oh, guck mal. Das geht bis zur Stufe 5. Ist ja krass. Energiemeister, erhöht deinen Schaden mit Energiewaffen. Das können wir erstmal machen. Da sind wir nämlich jetzt. Boings. Und hier brauchen wir erstmal noch eine Menge Kohle. Also da sind wir dann doch noch ein bisschen von weg. Und unsere Geschicklichkeit ist auch nicht hoch genug. Also Geschicklichkeit bräuchten wir dann auf 60 auf jeden Fall. Pulvermeister erhöht deinen Schaden mit Schrotflinten. Projektilmeister erhöht deinen Schaden mit Bögen und Armbrüsten. Und irgendwo konnte ich doch auch lernen, so Zeug herzustellen. Selber. Das müssen wir auch nochmal gucken. Aber das kommt noch. Gut, danke dir. Das war doch schon mal sehr hilfreich. So, jetzt pennen wir nochmal zwei Nächte. Dann haben die auch schon vergessen, wer ich bin. Ich war ja Gast, ne? Also die haben sich ja mein Gesicht eh nicht gemerkt. Insofern sollte das kein Thema sein. Einmal bis zum nächsten Morgen pennen. Flupp. Oh, bin richtig erholt. Mir geht's hervorragend. Boah, die Sonne knallt mir in meine Fresse rein. Weiter geht's, genau. Direkt nochmal bis zum nächsten Morgen schlafen. So muss man das machen. Man muss doch mal richtig durchknacken, ne? So ein Abenteuer und so, das ist ja auch alles ermüdend, ne? Ich sollte meine Kräfte besser einteilen. Ja, also ich würde sagen, die Kräfte, die teilen wir aktuell ganz gut ein, also. Da macht ihr mal keinen Kopf. So. Okay, aber jetzt geht's zurück in die Grotte. Und ja, ihr wisst, was jetzt passiert. Wir schnacken uns jetzt erstmal wieder durch alle Leute durch. Das wird spannend. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das Game sieht anders aus. Besser als letztes Mal. Seitdem ich das neu installiert und wieder alles eingestellt habe. Irgendwie, ich hatte letztes Mal ja auch alles schon auf Volldampf gestellt. Aber irgendwie sieht das ein bisschen gefühlt hübscher aus. So von der Beleuchtung her und so. Keine Ahnung, aber vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein. Ich habe ja den direkten Vergleich mit den Videos, aber irgendwie, naja. Das Einzige, was halt bleibt, ist das Reinpoppen der Schatten. Aber das ist halt nun mal so. Da kann man aber mit leben. So, Marat. Ich habe gerade keine Zeit. Kein Bock, ne? Dimitri, bei dir? Ich würde mich gern weiter mit dir unterhalten. Aber ich habe momentan keine Zeit. Warte du jetzt erstmal ab, was Khan sagt. Okay, ich quatsch mich erstmal durch alle Leute. Guck, wo ich überall helfen kann, ne? Und dann gucken wir mal, was der gute Khan sagt. Oh, hier werden diese Viecher gebastelt. Offensichtlich. Das scheint dann wohl doch irgendwie Roboter oder sowas zu sein. Oder da ist auch was Lebendes. Oh Gott. Hey du, warum rennst du hier herum? Was ist deine Aufgabe? Moin Viktor, ich gehe gleich wieder. Ich habe einen wichtigen Auftrag von ganz oben. Wer will das wissen? Wer will das wissen? Ah, sieh an. Ein ganz harter Bursche, was? Du kommst doch von draußen. Das riecht man schon 3 Abwasserkanäle weit. Erzähl. Wie ist die Lage vor den Toren der Grotte? Ziemlich ruhig. Magalan wird von einem fremden, hochentwickelten Volk angegriffen. Ja, doch, ich bin immer nett. Ich will es mir mit dem nicht verscherzen. Ich gebe ihm ein paar Infos, wie es draußen so abgeht, ne? Magalan wird von einem fremden, hochentwickelten Volk angegriffen. Ja, wir haben die dunklen Türme gesehen, die auf einmal erschienen sind. Wir werden uns darum kümmern, sobald die Zeit gekommen ist. Lassen wir die Posten. Du bist Jax, nicht wahr? Du bist der Außenseiter.
Dieser ehemalige Alp-Commander, der den Krieg der freien Menschen gegen die Alps beendete. Die Bestie von Xakor. Ich habe von dir gehört. Wenn du das weißt, warum duldest du dann meine Anwesenheit hier? Du bist nicht mehr der starke Anführer der freien Menschen wie früher. Dein Wort hat wenig Gewicht in diesen Tagen. Aber vielleicht wirst du uns noch einmal auf andere Art nützlich sein. Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich jedes gute Werkzeug sofort vernichtet hätte. Ich glaube, du hast noch immenses Zerstörungspotenzial. Es muss nur freigesetzt werden. Sehen wir uns erst einmal an, wozu du wirklich imstande sein wirst. Okay. Scheint ein Fan zu sein, so ein bisschen, ne? Du bist Patriarch. Alter, was ein Wort. Patriarch der Morkons, oder? Wenn ich das so von der Rüstung so abschätze. Sieht übrigens ganz stylisch aus hier oben da, ne? Richtig stilvoll mit diesen abgebrochenen Dingern, wo man sich so schön dran schneiden kann. Du bist Patriarch der Morkons? Ich bin Viktor. Große Titel sind wie Kanaldreck im Schuhprofil. Bist du einmal reingetreten, dann haftet er dir an. Wir sind nicht hier, um bleibende Eindrücke im Dreck dieser Erde zu hinterlassen. Wir haben dafür zu sorgen, dass die ewige Stille wieder einkehrt. Vergiss das nicht. Okay. Wusstest du, dass einige Morkons am Weltenherz im Westen Berserker abgeschlachtet und geplündert haben? Also ich war vor Ort, ne, und Alter, da sah es nicht gut aus, ne? Also da war richtig Rambazamba war da am Start, ne? Wusstest du, dass einige Morkons am Weltenherz im Westen Berserker abgeschlachtet und geplündert haben? Ach ja? Du redest doch sicher von Dragan und seiner Bande. Vergiss ihn. Er ist ein Ungläubiger und hat immer nur seinen Profit im Sinn. Genauso wie seine Gruppe von Speichelleckern, die er um sich schart. Irgendwann gerät er einmal an den Falschen. Das würde hier niemanden verwundern, noch wirklich interessieren. Wenn du schlau bist, wofür ich dich halte, dann machst du das genauso. Ich weiß, wen du meinst. Der stellt kein Problem mehr dar. Aus der Stille sind wir entsprungen. Und zu Stille sollen wir wieder werden. Das hat da ganz gut funktioniert, ne? Du rüstest auf für eine größere Auseinandersetzung. Habt ihr irgendwie vor, jemanden anzugreifen? Oder steht da irgendwie so ein Krieg bevor? Oder was genau? Wo rüstet ihr euch jetzt gegen? Du rüstest auf für eine größere Auseinandersetzung? Wir haben unsere göttliche Mission zu erfüllen. Wir müssen all unsere Anstrengungen darauf konzentrieren, unsere Streitkraft und unser Zerstörungspotenzial zu erhöhen. Wer sich dazu zu schwach fühlt, kann sich direkt von unseren Peinigern einäschern lassen. Das würde uns viel Zeit und Ärger ersparen. Wie sieht diese göttliche Mission denn genau aus? Also erzähl mir mal ein bisschen. Ich bin leicht neugierig. Wie sieht diese göttliche Mission genau aus? Die außenpolitische Lage von Karakis ist mehr als angespannt. Ja? Alps und Outlaws im Norden, Berserker und Kleriker im Westen. Wir müssen die Geschwüre dieser Welt endlich und für immer hinwegbrennen, dass sie nie wieder aufkeimen. So ist es Ravaks Wille. So soll es geschehen. So würde es wohl auch geschehen, ne? Du willst einen offenen Krieg gegen die anderen Gilden anstarten? Also einfach raus und... Weil ihr seid halt nur eine, ne? Wenn die sich alle verbünden gegen euch, dann sieht das, glaube ich, richtig scheiße für euch aus. Du willst einen offenen Krieg gegen die anderen Gilden führen? Warum nicht? Das Einzige, was uns noch davon abhält, ist unsere eigene Streitkraft. Also werden wir unser Ziel nur erreichen, wenn wir einen Schritt nach dem anderen machen. Eine Großoffensive wäre zum jetzigen Zeitpunkt wenig effektiv. Aber wenn wir Geduld beweisen, die neuen Spieler im Kampf um Magalan werden ihren Beitrag leisten. Sollen die fremden Eindringlinge erst einmal ordentlich wüten, wir erledigen dann den Rest.
Was werdet ihr gegen die fremden Eindringlinge mit ihren Kreaturen unternehmen? Die dunklen Türme, die in Karakis niederkamen, sind ein Zeichen. Ein Zeichen, dass die Zeit der Befreiung nahe ist. Ravak wird uns leiten. Nur Geduld. Bald werden die Ketzer büßen. Wart's nur ab. Am Anfang war Dunkelheit, Stille und Frieden. Aus der Stille sind wir entsprungen und zu Stille sollen wir wieder werden. In Ravaks Namen. Und jetzt ja. Geh mir aus dem Licht und mach dich nützlich. Ich hab zu tun. Du hast mich angequatscht, ne? Also so ist es nicht, ne? Meine Lieben, wir machen dann an dieser Stelle, wie ihr sich das wünscht, erstmal einen kleinen gemütlichen Break und machen uns nützlich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit. Aua, ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge. Genau, gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.